auf dem Wasser und in der Luft, wenn Schiffbaumeister Frank Amzenhoff und Dachdeckermeister Michael Beuster-Waurich zu Werkzeug und Material greifen, folgen der Arbeit Wege übers Wasser oder geht es in die Luft. Ihre Betriebe sind spezialisiert auf besondere Produkte und Einsatzgebiete. Remagen am Rhein. Zwischen dem KMT-Betriebstor und Vater Rhein liegen gut 1000 Meter Luftlinie. Inhaltlich stehen sich Frank Amzenhoff und das Wasser aber viel näher, denn der Schiffbaumeister fertigt Boote, die von Rettungskräften eingesetzt werden und sich auch unter Extrembedingungen bewähren müssen. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund oder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG gehören dazu. Das Besondere an den Booten, sie werden aus Kunststoffplatten gefertigt und haben Räder im Boden. So sind sie nicht nur extrem robust, rosten nicht, sondern können beispielsweise bei Hochwassereinsätzen dort weitergeschoben werden, wo das Wasser zu niedrig für eine Bootsfahrt ist. Darüber hinaus bieten die Boote weitere Vorteile, wie der Erbauer weiß. Die Kunststoffboote, die hier produziert werden, die ersten sind vor ca. 18 Jahren gebaut worden. So, und wenn überhaupt, ist ein Kratzer drin, aber noch nie ein Loch oder eine größere Beule drinne entstanden. Dieses Material ist so langlebig, also 100% UV-beständig und eigentlich unkaputtbar. Sein Unternehmen Kunststoff- und Metalltechnik gründete der Handwerksmeister 1998. Neben dem Bootsbau fertigt der Betrieb Behälter und Tanks aus Metall und Kunststoff im Bereich Umwelttechnik und Schweißkonstruktion. 6 Mitarbeiter zählt der Betrieb und Kunden in ganz Europa. Denn die Kunststoffbehälter werden unter anderem in Straßenbahnen verbaut, die von einem Weltkonzern hergestellt in vielen Ländern vertrieben werden. Und auch in der Passagierschifffahrt sind die Wasser- und Abwassertanks von Frank Amzenhoff im Einsatz, die er sogar an Hersteller von Wohnmobilen liefert. Um eine hohe Qualität ihrer Tanks zu gewährleisten, werden diese regelmäßig Druckprüfungen unterzogen. Alle Verschlüsse werden dicht gemacht und der Behälter aufgepumpt. Dann wird mit einer Seifenflüssigkeit überprüft, ob sich irgendwo Blasen bilden, was für eine Undichtigkeit stehen würde. Mit seinem Produktportfolio ist der Handwerksbetrieb in einer Nische unterwegs und das erfolgreich. Deutschlandweit gibt es keinen vergleichbaren Betrieb mit diesen Leistungen. Wir waren sozusagen mit der Vorreiter für solche Boote aus Plattenmaterial gefertigt. Es gibt natürlich nur andere Hersteller, die den Kunststoff in Formen schleudern und daraus Boote herstellen, aber in der speziellen Machart sind wir eigentlich führend sozusagen. Auf ihre Boote sind die Handwerker aus Remagen zu Recht stolz. 5 verschiedene Typen bieten sie heute an. Mit ihren Booten baden gehen, das wird weder den Kunden noch den Mitarbeitern um Chef Frank Amzenhoff passieren. Denn alles, was sie in 16 Unternehmensjahren aufs Wasser geschickt haben, schwimmt dort immer noch und verrichtet zuverlässig seinen Dienst. Auch unter Extrembedingungen, bei Rettungseinsätzen oder in Hochwassergebieten. Nicht auf dem Wasser, sondern in der Luft sind die Dachdecker im Kettiger Betrieb der Familie Waurich unterwegs, den Juniorchefin Sarah Waurich so beschreibt. Ja, wir sind ein Dachdeckerunternehmen aus Kettig. Uns gibt es seit 1988, gegründet von meinem Vater Alfred Waurich, und wir befinden uns aktuell in zweiter Generation. Wir haben aktuell 7 Mitarbeiter hier und ja, wir bieten alles an rund ums Dach. Und noch ein bisschen mehr, denn Waurichs gehen für ihre Kunden in die Luft. Seit einigen Wochen setzen die Dachdecker Quadrocopter ein, um sich die Auftragsorte der Kunden von oben anzuschauen. Dank Kameraflug können sich die Dachexperten zunächst einen Überblick zu Schäden, Erreichbarkeit oder vom Zustand des oberen Abschlusses von Gebäuden machen. Gerade dann, wenn es, wie bei Kirchen, ganz hoch hinausgeht, bietet das unschätzbare Vorteile. Schnell und ohne großen Aufwand kann das Dach besichtigt werden. So rücken die Dachdecker nicht nur mit Schiefer oder Schindel an, sondern auch mit dem Steuerknüppel. Das löst auch beim Kunden Erstaunen und öffentliche Aufmerksamkeit aus, wie Sarah Waurich beobachtet hat.
im ersten Augenblick halt sehr skeptisch. Und aber danach ist sehr hohes Interesse eigentlich da, dass halt eben gefragt wird, warum, wieso, weshalb. Auch, dass halt eben der Kunde sich das selber halt anschauen kann am Tablet oder am Smartphone. Das ist halt eben für den Kunden halt eben auch eine ganz andere Perspektive von seinem Dach, weil die wenigsten krabbeln halt eben auf ihre Dächer selber hoch. Und so haben sie halt direkt dann halt eben Einblicke in andere Dimensionen und können das halt einem viel, viel besser nachvollziehen. Neben diesen Einsichten bietet die fliegende Kamera den Handwerkern weitere Vorteile. Denn Familie Waurig hat ihren Quadrocopter mit einem GPS-System ausgestattet und kann bis auf den Zentimeter genau Punkte vermessen. Im Ergebnis lassen sich zuverlässige Kalkulationen erstellen. Denn nicht nur der Umfang der Arbeiten kann präzise genannt werden, sondern auch die Dachfläche. Dem Quadrocopter-Einsatz gingen Schulungen voraus und zwei Waurigs haben nun nicht nur einen Meisterbrief, sondern auch den Flugschein. Mein Vater Alfred Waurig und mein Mann haben halt eben diesen Drohnenführerschein gemacht und die Flugausbildung. Und das sind jetzt unsere beiden Drohnenpiloten, die wir aktuell haben und dementsprechend fliegen sie jetzt beide hier rum. Der Aufwand, mit der Drohne aufzusteigen, ist nicht zu unterschätzen. Denn unter anderem muss auch eine Genehmigung vom Luftfahrtbundesamt vorliegen. Und selbst dann, wenn alle Anträge und Genehmigungen eingeholt sind, muss nicht alles glattlaufen am Himmel. Noch sind Drohnen eher selten und ihnen haftet auch das Klischee von Spionage und Ausspähen an, was auch schon mal Alarm in der Nachbarschaft der Dachdeckerbaustellen auslösen kann. Beruhigung stellt sich dann ein, wenn man erfährt, hier gehen Handwerker ihrer Arbeit nach. Was folgt, ist eher Neugierde und Interesse an der Technik, was auch viele interessante und unterhaltsame Gespräche mit einschließt. Und auch neue Kunden. Denn wenn ein traditionsbewusstes Handwerk neue Technik einsetzt, spricht das letztendlich für die Handwerker am Steuerknüppel.